Hier auf jeden Fall nach richtig alten Schweiß. Nach richtig alten Schweiß riecht das hier. Wow. Hi everyone, ich grüße euch zu einem neuen Vlog oder Ausflug auf meinen Kanal. Wenn ihr gespannt seid, was wir heute machen, dann bleibt jetzt dran, nach einem kurzen Intro geht's gleich los. Wir haben wieder was Schönes rausgesucht. Wir waren da 2018, glaube ich, bevor wir ausgewandert sind, im Urlaub mal. Und wir gucken jetzt einfach so mal nach und nach, klappern wir diese Stellen ab, wo wir mal im Urlaub waren, quasi als noch Nicht-Auswanderer. Ja, ist auch mal sehr spannend, ob sich da was verändert hat und wie das Gefühl dann halt so ist. Ja. Und damit ihr auch wisst, wo wir jetzt genau hinfahren, kommt jetzt wieder, da, Thomas, der Reiseführer. Bitte, Action. Guten Tag. Jo, wir fahren nach Bunratty Castle and Folk Park. Das ist eine wunderschöne Burg, Schloss. Eine der größten und besterhaltensten in Irland, sagt man. Die ist gebaut worden 1425, ist tatsächlich auch schon vierte Schloss- oder Befestigungsanlage dort in der Ecke. 1425 gebaut, alles was wir da so drinnen sehen, Möbel und sowas sind so rund um 16. Jahrhundert. Dann haben sie da drumherum noch so ein Dorf, wo man sieht, wie die Leute also rund um 1900 gelebt haben. Sieht auch sehr genial aus, aber Hauptattraktion auf jeden Fall das Schloss oder Burg. Zum jetzt so wiedergeben, zu lang, aber eine sehr bewegte Geschichte. Na, wenn man hört, vierte Mal schon an der Stelle, heißt das also ein paar Mal erobert worden, überrannt worden und was da nicht alles war, der wurde getötet und an den verehrt. Also relativ spannendes Ding. Ja, kann man sich gut angucken. Was wollte ich noch darüber sagen? Achso, ja, Namen hatte ich gesagt, also Bunratty heißt das dort, liegt irgendwie an einem kleinen Flüsschen, der auch irgendwie so Ratti in der Art heißt. Ansonsten nicht so weit weg vom Shannon, vom Fluss hier. Deswegen war das damals auch sehr wichtig, war für die Briten ein Anlaufpunkt, um das hier halt unter Kontrolle zu halten, weil das irgendwie auch einer der größeren Hafenzugangspunkte hier in der Region war. Und deswegen jahrhundertelang recht hohe Bedeutung gehabt, unter anderem war das der Hauptsitz des O'Brien, ich glaube so O'Brien-Clans, die das aber auch sich zuerst mal erobert haben. Ja, also wer es nachlesen will. Da ist, hier ist die Tankstelle, wo wir mal angehalten haben, ja, mit den leckeren Sandwiches. Ja, seitdem ist meine Familie immer Chicken Sandwich with Stuffing. Yes. Wer es nachlesen will, bunte Geschichte. Statt nachlesen, gucken wir es uns gleich lieber an. Ja. Ciao. Das ist super, was du immer alles dann weißt und nachliest und alles. Ja. Hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht gewusst. Ja. Gut, dann wisst ihr jetzt erstmal ausführlich, wo es hingeht, was wir machen. Und momentan finde ich das einfach auch, ich war davon immer so angezogen worden, irgendwie 19. Jahrhundert. Ne, da spielt ja auch zum Beispiel Kleine Farm, das ist ja auch so Ende 18. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert. Und ich finde das halt immer so spannend, wie die früher gelebt haben und was sie gekocht haben, wie die so ihr Leben gestaltet haben, wie einfach das einfach so war, das Leben, wie einfach und wie wenig die auch einfach hatten.
und sich über die kleinen Dinge des Lebens freuten und wirklich dann so 15, 16 Stunden am Tag gearbeitet haben. Ja, genau, harte, schwere Arbeit. Ja, und ich fand das da sehr, sehr schön. Das wurde da halt quasi nachgestellt. Dann kann man auch die Häuser besichtigen. Das werdet ihr ja dann auch alle noch sehen. Ja, ich hoffe, man darf da filmen. Also wir werden auf jeden Fall fragen. Und das ist legal, ne? Also legal filmen. Also ich würde das jetzt nicht einfach so machen, weil, ja, die kriegen ja auch Geld dafür. Und ich glaube, in... Wo war das denn? In Plani, glaube ich, durfte ich filmen, aber da darf zum Beispiel keine Werbung, ich darf da kein Geld mit erzielen. Deswegen so zeigen auf YouTube darf ich, aber halt ohne Werbung, ne? Weil es ja auch klar, weil die wollen ja auch Geld verdienen, ja. Genau. Sonst wird ja auch keiner mehr hinfahren. Ja, dann fahren wir jetzt erstmal noch eine halbe Stunde und dann sind wir schon da. Ja, Julia, die wollte zu Hause bleiben, die hat bis vorhin noch geschlafen, bis 11:45 und ja, sie kann uns ja anrufen, wenn irgendetwas ist, ist ja auch mit Penny zusammen und ja, es ist öfters mal so 2-3 Stunden alleine, also das ist eigentlich kein Problem für ein 14-jähriges Kind, denke ich mal. Aber man kann sie auch da irgendwann nicht mehr zwingen, weil sie kennt es ja schon. Und das ist ja auch nichts Neues. Und ja, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Dublin fahren würden, dann würden wir sagen, ja, du musst mit. Ne? Das ist noch eine andere Strecke. Dann würde sie auch mit wollen. Ja, auf jeden Fall. Also Dublin und dann zum Beispiel Ikea oder so. Ne? Ja. Okay, dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns dann vor Ort. Wir kommen jetzt zu einer Zahlstelle. Das ist wegen dem Tunnel. Und ja, kostet irgendwie 1,90. Wir haben hier oben so ein Gerät. So, das müsstet ihr jetzt gehört haben. Jetzt haben wir 1,90 Euro bezahlt. Der ist gesperrt durchgefahren. Nee, wir durften da jetzt nicht durch. Was soll das denn? Texaco-Coin. Ja. Hast du Geld? Ja, irgendwas habe ich bestimmt. Wieso funktioniert denn das Ding nicht mehr? Bei uns war rot, oder was? Ja. Da müssen wir auch noch nachgucken. Eigentlich haben wir dafür so einen. Ja. Oben so einen weißen Kasten, der uns. Ja, Cardi Knight, okay. Ja, dann müssen wir nachgucken, warum das nicht mehr geht. Vielleicht musst du das neu machen. Zeit ist abgelaufen. Nein, das ist eigentlich automatisch die ganze Zeit. Hm. Dreck. Tja, wir sollten euch das vorführen. Und jetzt sagt er, nee, das geht nicht. Man hat das genau gesehen. Eigentlich hätten wir dann durchfahren können, es hätte dieses Piepen gegeben. Ja. Und dann würde es automatisch am Ende des Monats abgebucht werden. Mhm. Ja, muss man nachgucken, warum das jetzt nicht mehr geht. Schweinerei. Blöd. Gut, dass ich 2 Euro Stück hatte. Ja. Aber dann könnte man auch den Effekt mal eben sehen. Also, ne, man fährt da durch, der piept diesen Kasten hier an. Und wenn das eben nicht funktioniert, wie bei uns jetzt gerade, dann kommt erst die Ampel und dann geht sogar eine Schranke runter. Dass man da nicht kostenlos durchfahren kann. Ich muss euch noch ein bisschen Landschaft zeigen. Es ist gerade so schön mit der Sonne, das ist ja auch nicht so oft. Oh, ist das herrlich. Oh, ist das schön, Leute. Jetzt scheint die Sonne aber. Man müsste jetzt eigentlich gleich das Schlösschen schon sehen. Weiß ich nicht. Doch, kann man auch schon. Ich hab's schon gesehen. Da. Wo denn? Ach da. Geradeaus sieht man das. Ups. Müsste man das jetzt gleich sehen mit Fähnchen drauf. Wir sind nämlich gleich in 4 Minuten da. Wir sind jetzt gerade angekommen.
Ja, es sieht jetzt noch trocken aus. Mal schauen. Es riecht ja schon so nach Feuer. Ja. Und... ja, wir müssen uns gerade hier beeilen. Wir setzen gleich die Maske auf. Hier kann ich gerade nochmal zeigen. Das zieht sie gerade zu wieder. Ja, schauen wir mal. So, jetzt sind wir im Prinzip schon hier mittendrin. Ich rieche auch Feuer hier. Oh, da vorne wahrscheinlich. Also hier ist so ein Stall sozusagen für die Tiere und hier gehen wir dann jetzt in so ein Bauernhaus. Um 1900, wie die gelebt haben. Ja, genau, daran erinnere ich mich, dass hier dann quasi so ein Stall war, oder? Nee, die haben hier geschlafen. Geschlafen und ich weiß nicht, ob sie nur Stroh aufgehoben haben oder ob die Tiere da auch im Winter drin standen. Wahrscheinlich auch. Ja. Weil das heizt ja auch. Ja. Ja, hier ist so ein bisschen Geschirr, aber Porzellan hatten die ganz bestimmt nicht. Je nachdem waren es aber schon. Hier, guck mal daran, dass das Schlaf, richtige Schlafzimmer da. Ja. Vielleicht waren hier Tiere drin, dass es warm ist. Da ist auch noch ein Bettchen, ne? Ach so. Ja, ich gehe mal hier rein. Stimmt, da erinnere ich mich dran. Boah, wie dreckig das hier ist. Ja klar, das macht ja keiner sauber. Bettpfanne. Eine Bettpfanne. Ein Töpfchen. Und da waren die Klamotten drin. Sehr ärmlich. Krass. Wie klein die Fenster auch einfach mal sind. Und Spiegel. Mega interessant. Also man kann auch sagen, das ist auch so ein verlassenes hier, ne? Aber legal. Da oben. Das Dach. Mega interessant. Ne? Für zwei Personen. Das war wahrscheinlich Elternschlafzimmer. Aber für die Deckenhöhe ist gar nicht so, ne? Hoch. Ja, und da? Da die Eltern, hier das Kind. Ja. Ich glaube, es hatte noch nicht mal einen richtigen Raum. Da kann man es ja erahnen. Ja. Guck mal. Muss zugig gewesen sein, weil das siehst das Licht. Ja. Nach oben der Kamin offen. Oh, und das hat auch sehr bestimmt reingeregnet. Ja. Ja, nicht nur bestimmt. Guck mal da. Da siehst du, dass es nass ja. ist. Und dann ist das Feuer doch aus. Dann ist es so klein, ja. Guck mal, so ein ganz erbärmlicher Stuhl. Aber kannst du hochklappen, wenn ich das gerade richtig sehe. Den Tisch. Den Tisch kannst du hochklappen. Ja, das ist ja praktisch, haben sie mehr Platz. Und das war's, ne? Dann werden die hier noch Tiere drin gehabt haben. Oh. Super spannend. Ach, da oben ist noch ein Bild. Na gut. Ach, da. Da ist der Bauer. Naja. Hallo, ihr Süßen. Das sind die irischen Wolfshunde. Und voll süß. Wie heißen die? Ich kann das nicht lesen. Oh, ich habe neulich wieder gesehen, wie die Namen schriftlich heißen. Hm. Oh, sind die süß. Guckt euch die mal an, wie riesig die sind. Oh mein Gott, wie klein Penny dagegen wäre. Der macht Sitz. Oh, die haben echt viel Auslauf hier. Großes Gehege.
hier sind wir jetzt gerade quasi so im Dorf, wo hier Geschäfte auch sind. Also Geschäfte. Und ein Siedler. Noch ein Schlafraum. Das war schon Luxus. Mit einem kleinen Kamin als Heizquelle. Also hier hat ein Doktor gelebt und praktiziert. Wird wahrscheinlich Allgemeinmedizin sein, ne? Ja, geht von aus. Ja. Krass, wie so der Unterschied ist. Da, guck mal, da ist doch noch die Liege. Mhm. Da haben sie die gewogen. Mhm. Da ist halt Licht, ne? Mhm. Dass sie Licht hatten. Und die Instrumente da hinten. Näher dürfen wir leider nicht, sonst verfällt das ja auch, ne? Mhm. Krass. Wie so der Unterschied ist. Sogar mit Teppich auch. Der schon sehr, sehr alt ist. Hier scheint so eine Art Küche oder Essraum zu sein. Ja, Küche doch. Küche doch, die haben hier geguckt. Da oben hängen Kräuter noch und so. Und dann, was hatten sie hier oben? Die Vorräte, genau. Ja. Brot haben die früher immer hier oben hingehangen, damit keine Mäuse und Ratten und so da dran gehen. Ja. Deswegen haben sie den nach oben gepackt. Kannst du vorne auch die Waschküche zeigen? Da. Ach, das ist die Waschküche. Geht mal raus, dass das Die haben sogar Heizung angemacht für uns. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass das Ding hier der Waschzuber ist, ne? So, wo die so durchgedreht und sonst was wurde. Ja, na klar. Und hier dann so aufgehangen. Mhm. Krass. Ich liebe ja sowas. Ist das dann der Hof für den? Ja, jein. Ich gehe jetzt auch wieder auf die Straße hier raus. Ach so. Wollen wir noch nach oben gehen? Ja, dann geh, wenn du möchtest. Mach doch. Ja, nicht alleine. Okay, ja. Da muss man jetzt einmal so den Unterschied sehen. So, hier ist die Treppe schon alleine ein bisschen breiter. Aber nur eine. Ah ja. Guck mal, hier hat so extra Nähzimmer gehabt. Extra Nähzimmer. Und hier Schlafraum vom Doktor. Da ist seine Doktortasche. Pinkelpöttchen. Ist schon mehr Reichtum. Und wer hat hier geschlafen? Ein Kind, ne? Oder die Hausfrau. Also hier war der Pfandleiher. Das heißt, wenn man kein Geld hatte, Ende des Monats und wahrscheinlich auch die Steuer zahlen musste, wahrscheinlich, wenn du hier an so einem Hof lebst, musste man halt seine Schätze hier hinbringen und dann die vielleicht wieder auslösen, wenn man konnte. Ja, und hier sind noch alte Fahrräder. Richtig alt. Das ist ja genial. Die Schule ist leider geschlossen und Mädchen und Jungs waren halt getrennt. Da kommen wir leider jetzt nicht rein. Also hier ist zum Beispiel so eine Post und für irgendwelche Waren, ne? Kerzen, genau, das, was man auch kennt. Krawattenbinden.
Ja. Sicherheitsnadeln. Und Knöpfe und sowas. Ja, super. Ja, cool. Hier ist ein Feengarten. Oh, wie schön. Das ist hier noch irgendwie so ein Haus, die ein bisschen wohlhabender sind. Das ist eine alte Bank. Ja. Die sind hier alle so ein bisschen wohlhabender. Quasi die Wohnstube. Ein Grammophon. Und ein Klavier. Sehr wohlhabend. Ja. Die haben 1898 erbaut von Unternehmern, die später hier irgendwie so eine Eisproduktion und sonst was aufgebaut haben. Und so. Denen ging es ein bisschen besser. Ach so. Ja. Ein bisschen putzen, dann könnte man hier einziehen. Ja, viel Spaß. Ja, die hatten aber auch schon Teppich, ne? Mhm. Das sah bestimmt mal gut aus. Mhm. Nicht staubig und so, nicht kaputt. Mhm. Zwei kleine niedliche Ponys. Okay. Bunratty House. Die, irgendwas stand da 1700 oder sowas, haben sie mehr oder weniger das Schloss, wo wir, oder die Burg, wo wir noch ganz waren, verfallen lassen. Mhm. Und haben hier gelebt? Und haben dann hier gelebt. Ach so. Also letzten Endes ein Herrenhaus sich hierher gebaut. Ja. Cool. Ja. Da hinten die Geräte alle, ja, die sie gebraucht haben. Was uns hier irgendwie noch einen Eingang richtig gibt oder so, keine Ahnung. Hoffen wir mal. So, hier ist jetzt von außen, da sieht man so ein Teeservice drin. Und da hinten ist das Haus, was, ja, wo die auch gut betucht waren oder gut Geld hatten. Das hatten wir uns ja eben angeguckt. Bin ich mal gespannt auf das Gutshaus. So, hier sieht man Geschirr. Man darf nicht rein. Das ist doch blöd. Das hätte mich jetzt noch mal so interessiert. Hier halt der Eingang. Da ist das Jalousie. Oh, das Wasser drunter hier. Hier, seht ihr? So, irgendwie hier so ein Stall. Die Türen waren auch voll schmal und klein. Guckt euch die mal an. Alles für kleine Leute. Ja, hatten sie hier noch mal ein richtig schönes Gärtchen. Oder? Ist doch nett. Und guck mal da hinten. Ja, ich weiß. Das ist nett. Der Ausblick. Also hier sind jetzt dann auch noch ganz viele Bauernhäuser und da geht es dann zum Schloss. Hier war der Speisesaal. Wollen wir nicht mal anstellen, dass hier heute noch Ritterbankett. Ja. Ritter was? Ritterbankett. Ja, dass du abends hier so ordentlich wie zu Ritterszeiten auf den Tisch kriegst. Wow, da darfst du mit Händen essen. Klar, oder du, wenn du früher mit zu Hause auch. Mit Händen essen? So kalt gewesen. Ja, hier gibt es einen Kamin. Ein richtig großer, guck mal. Nee, also da gehe ich nicht. Das lohnt sich auch nicht da unten. Siehst du nicht wirklich was. Aber du kannst die Treppe einmal da runter zeigen. Wie eng das war. So schmal ist das hier.
Also quasi schmaler wie ich bin, sozusagen. Und nee, never ever. Ich gehe hier nicht durch. Du würdest das machen? Ja, aber. Lohnt sich das? Nee, daran gibt es nichts zu sehen. Achso. Das ist einfach nur dunkel. Oh nee, das wollen wir nicht. Ach genau, und dann wird hier jemand was sprechen und singen, tanzen. Hier ist ja die Bühne. Okay. Oh, so, meine Lieben. Also die Treppen wurden jetzt wieder so schmal. Nee, das mache ich nicht. Nee. No way. Da ist immer so eine ganze Truppe reingewandert von über 10 Leuten. Da habe ich keinen Bock drauf. Überhaupt nicht. Ja. Aber wir haben ja schöne Bilder davon. Genau. Als wir das letzte Mal hier waren. Da habe ich noch nicht gefilmt, Thomas. Das weiß ich, aber wir haben Bilder. Und ja, die kann ich ja einfügen, genau, vom Schloss. Ein paar der Bilder hier drunter legen. Mache ich auf jeden Fall, ja. Ja, hier war noch ein altes Schlafzimmer mit Babywiege. Hier haben die Eltern geschlafen. Ein ganz altes Bett. Ein Kamin, Feuerstelle. Ja, das Kind hat oben auf dem Dachboden geschlafen. Hier gibt es eine Leiter. Und ja, hier wurde dann gegessen. Im Prinzip sind die alle gleich aufgebaut. Ja, und hier ist halt noch so eine gute Stube sozusagen, wo dann Kaffee getrunken wurde, Musik gespielt wurde am Klavier. Also doch auch ein bisschen reicher. Guck mal, Kleeblättchen. Wie teuer sind die denn? Wie schön. Aber das ist so ein Plastik wieder. Das vertrage ich wieder nicht. Aber die sind auch schön. Ne, das Kleeblatt schon 6 Euro, aber die sind Plastik. Das sind eher so Kindersachen hier. Da muss ich auch nochmal gucken. Guck mal. Wie süß ist das denn bitte? Und diese schönen Baummützen. Schafswolle. So, wir waren jetzt gerade noch in den Souvenirshop drinnen. Ich habe mir was Schönes ausgesucht und was das ist, das zeige ich euch dann in den nächsten Vlog. Und wir gehen jetzt gerade zurück zum Auto. Das Wetter hat sich Gott sei Dank gehalten. Es war richtig, richtig schön. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Und ich hoffe euch auch. Wir fahren jetzt noch, ja, eine Stunde 20 zurück. Und werden jetzt erstmal eine Banane noch essen und einen Schluck Kaffee trinken. Und dann geht's nach Hause. Dann werde ich heute Abend kochen. Und dann ist der Sonntag auch schon rum. Ja, also, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst alle einen fetten Daumen nach oben da. Abonniert gerne meinen Kanal. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und auch über einen netten Kommentar würde ich mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, tschüss, meine Lieben. Bye. Sag tschüss, Thomas. Tschüss, Thomas. Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne for old
because